Pfarrer Gregor Ruberg, Imam Osman Örs und ich, Andreas Nachama als Rabbiner, wir sind die drei Geistlichen des House of One. Und wir sind geschockt. Geschockt, weil wir Kenntnis nehmen mussten von einem Verbrecher, der auf eine unserer Traditionen sich berufend Menschen getötet, ja, ermordet hat und andere verletzt. Wir wissen, dass jede gute Idee, sei es die Bibel, sei es die islamische Tradition, sei es Sozialismus oder Heimatliebe, von Menschen zur Legitimation von bösen Taten, von Verbrechen herangezogen werden kann. Kreuzzüge im Mittelalter und Millionen von Toten im 20. Jahrhundert belegen dies. Aber wir drei, wir sagen gemeinsam nein. Wir sitzen einander gegenüber in gegenseitigem Respekt und in Liebe. Und wir verurteilen Terror und Gewalt. Und so begrüßen wir Sie zu unserer Andacht zum Gedenken für die Opfer von den Morden in der Kirche in Nizza, aber auch für die, die verletzt wurden oder die durch den Schock des Ansehens des Verbrechens leiden müssen. Wir wollen einen Augenblick in Stille an Sie denken. Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Im dritten Buch Moses heißt es im Kapitel 26, Vers 6, Venatati Shalom Baaretz. Auf Deutsch, ich verleihe dem Land Frieden. Und weiter heißt es im Text, ihr könnt euch niederlegen, ohne dass euch jemand aufschreckt. Die wilden Tiere vertilge ich aus dem Land. Kein Schwert soll in eurem Land umgehen. Und dafür beten wir, dass dieser himmlische Friede, ein Abbild dieses himmlischen Friedens, uns Juden, Christen, Muslime dazu bringt, diese Welt ein kleines Stück besser zu machen, friedlicher zu machen, liebevoller zu machen. Unser Gott und Vater aller Menschen, erhalte jeweils das Land, in dem wir wohnen. Segne die, denen das Volk Autorität gegeben hat, mit Weisheit und Verstand, damit sie Frieden und Freiheit im Inneren wie im Äußeren erhalten und verfestigen. Segne alle Gemeinden, ihre Vorsteher und Vertreter, alle, die ihr in Liebe dienen. Segne ein jedes Haus unserer aller Gemeinden, Männer, Frauen und Kinder. Stärke die Schwachen und heile die Kranken. Richte auf, die ihren Weg verloren haben und schenke jetzt in dieser schweren Stunde Trost den Trauernden. Gib ewiger, dass wir uns dir nähern durch unser redliches Verhalten und durch unsere Hingabe zum Wohl von allen Menschen. Lass den von allen Menschen auf den Frieden bald in unseren Tagen kommen. Offenbare dich, ewiger unser Gott, in all deiner Größe und all deiner Macht allen Bewohnern dieser Erde. Adonai Ozle Amo Yiten Adonai Vaed Amo Bashalom. Gott gebe allen Menschen guten Willens von seinem Segen. Und er segne alle Menschen guten Willens mit seinem Frieden. Amen. Amen. Der Gott allen Trostes sei mit uns. Wir nehmen Anteil an dem Tod von zwei Frauen und einem Mann in Nizza. In unsere Trauer mischen sich Angst und Sorge. Darum suchen wir gemeinsam, Christen, Juden und Muslime hier im House of One, nach Trost, nach Frieden, nach Verständigung.
Als Christen glauben wir, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir erwarten das ewige Leben. In dieser Hoffnung suchen wir Gottes Nähe. Paulus schreibt dazu: Kann uns irgendwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Ich bin ganz sicher, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus. Lasst uns beten. Lasst uns in Frieden zu Gott rufen, der unser irdisches Leben in seiner Hand hält und uns das ewige Leben verspricht. Für unsere ermordeten Geschwister in Nizza, für die beiden Frauen und den Mann, die getötet wurden, für ihre Partner, ihre Kinder, ihre Familien und Freunde. Für alle, die trauern, deren Herz schwer und deren Welt dunkel ist. Für die bei dem Anschlag verletzten Menschen und ihre Lieben. Für die Gemeinde in Nizza, für die Bewohnerinnen und Gäste der Stadt. Für all die Menschen, die getötet, verletzt und bedroht werden und die damit nicht in unseren Nachrichten vorkommen und doch genauso verzweifelt sind, leiden und unser Mitgefühl, unsere Aufmerksamkeit, unser Beten brauchen. Gott sei ihnen allen nahe und tröste sie. Wir rufen zu dir, Gott, für alle, die Angst haben, Angst in die Kirche zu gehen oder in die Synagoge oder die Moschee, die Angst haben, in die Schule zu gehen, Karikaturen zu zeichnen oder Satire zu betreiben, für alle, die die Haltung und Meinung anderer in der Seele treffen. Da, wo Angst sich verbreitet, lass uns Vertrauen wagen und deine Liebe wachsen. Wir rufen zu dir, Gott, für alle, die sich um unser Zusammenleben sorgen, die sich für ein gutes Miteinander von Juden, Christen und Muslimen, von Menschen ganz unterschiedlicher Anschauung und Religion einsetzen. Für alle, die trösten möchten, die Verständigung suchen und doch keine Worte finden. Für die, die Verantwortung tragen für das Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Und auch für die, die Schuld auf sich geladen haben. Als Christen bringen wir unsere Bitte vor Gott und nehmen sie mit hinein in das Gebet Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes bewahre und umhülle uns alle, heute und in Ewigkeit. Amen. Assalamu alaikum, der Friede Gottes sei mit euch. Allahu Akbar, groß allein bist nur du, Herr. Diese Worte spreche ich hier ganz bewusst. Denn es sind erhabene Worte, die wir diese Tage wieder aus den Mündern von Wahnsinnigen und Mördern hören. Sie begründen anscheinend ihren Terror und ihre Gewalt damit, doch diese Worte sind weit davon entfernt, auch nur den Hauch von Gewalt in sich zu tragen. Denn mit diesen Worten rufen wir, die Gläubigen, zum Gebet und beginnen unser tägliches Gebet damit. Mit diesen Worten lösen wir uns von der Welt und suchen die Verbindung mit Gott. Wir treten in den Dialog mit ihm
und suchen den Frieden vor seinem Dasein und seiner Erhabenheit und Barmherzigkeit, als auch den Frieden mit seiner Schöpfung. Nicht umsonst beenden wir unser Gebet anschließend mit dem Friedensgruß Assalamu alaikum. Wir grüßen damit nicht nur die edlen Schreiberengel, sondern ebenso symbolisch die gesamte Schöpfung, für die wir uns den Frieden wünschen. Wo also ist die Logik, wo die Vernunft, dass man diese Worte mit Gewalt und Terror verbindet, ihre Gräuel damit legitimiert? Versteht man sie nicht? Benutzt man sie nur und macht sie zum Instrument ihres eigenen Wahns? Wieder hat der Terror und Wahnsinn gewütet. Diesmal in Nizza, vor kurzem anderswo in Frankreich und in Paris, auch in unserem Lande. Wieder sind unschuldige Menschen bestialisch getötet worden. Wieder sind wir aufgewühlt, unendlich wütend und traurig zugleich. Wieder trauern wir und beten für unsere Opfer. Die Spirale und das verheerende Feuer der Gewalt, die von manch anderen auch noch angefacht wird, lässt sich nur mit Besonnenheit und Entschlossenheit löschen. Ja, wir müssen als Gesellschaft besonnen bleiben und uns nicht mitreißen lassen von Spaltereien, von weiteren Racheakten oder Ähnlichem. Wir müssen Geschlossenheit und Zusammenhalt leben und zeigen und ausrufen. Wir, Muslime, müssen uns nicht nur entschieden gegen solche Gewalt und Missbrauch aussprechen, sondern ebenso entschieden Wege suchen, den Befürwortern von solcher Gewalt jeglichen gedanklichen Nährboden zu entziehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie in ihrer einen Hand den Koran halten und in ihrem Mund Allahu Akbar aussprechen. Weder unsere heilige Schrift noch Gottes Größe und Erhabenheit haben mit solch einem Akt des Mordes und des Terrors zu tun und dürfen auch nie Instrumente für Spaltung und Zerrissenheit werden. Wir als Muslime in Europa dürfen auch nicht zulassen, dass wir selbst von jeglichen radikalen Stimmen und Instrumentalisierungen aus fernen Ländern missbraucht werden und so für mehr Spaltung beitragen als für Zusammenhalt und Einheit. Der Schmerz unserer französischen Nachbarn heute und in diesen Tagen ist auch unser Schmerz. Ihr Leid ist auch unser Leid und ihre Trauer ist unsere Trauer. Und ihren Gebeten schließen wir uns hiermit an. Ich bitte dich, lieber Gott, durch deinen Namen an. O du meine Hoffnung im Unglück, o du mein Vertrauter in der Einsamkeit, o du mein Gefährte in der Fremde, o du Wohltäter meines Glücks, o du Vertreiber meiner Sorgen, o du meine Stütze im Elend, o du meine Zuflucht im Notfall, o du mein Helfer in meiner Furcht, o du mein Wegweiser in meiner Unsicherheit. O Herr, ich bitte dich um Vergebung für unsere Missetaten und um Vergebung um der Gräueltaten jener, die nicht wussten, wie sie an dich glauben sollten. O Allah, schenke den Verstorbenen in Nizza und anderswo in Frankreich deinen Frieden und schenke den Hinterbliebenen Kraft und Geduld und schenke uns als Gesellschaft Zusammenhalt und Einheit. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Mögen wir Frieden sprechen, mögen wir Frieden atmen und mögen wir mit diesem Atem unser Morgen gestalten. Amen.